Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr einen Google Chromecast mit Google TV mit eurem Smartphone-Hotspot verbindet. Gute Verbindungsqualität vorausgesetzt, könnt ihr eure Inhalte dann über das Mobilfunknetz streamen. Wie schon beim Video zum Fire TV Stick möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr mit dieser Methode viel Datenvolumen verbraucht. 1,5 bis 2 GB pro Stunde für Inhalte in HD-Qualität ist so der grobe Richtwert. Wenn ihr genug Datenvolumen habt, können wir loslegen. Erstellt zunächst einen Hotspot auf eurem Smartphone. WLAN-Name und WLAN-Schlüssel werdet ihr gleich brauchen. Wechseln wir nun zum Chromecast. Im ersten Teil dieses Videos verbinden wir einen Chromecast, der bereits fertig eingerichtet wurde. Später richten wir noch einen ein, den wir zuvor auf Werkseinstellungen zurückgesetzt haben, quasi als Neugerät. Auf der Startseite wählt ihr das Zahnrad aus, um in die Einstellung zu gelangen. Wechselt dann zu Netzwerk und Internet. Hier finden wir unseren eben erstellten Hotspot. Den wählt ihr einmal aus und gebt im nächsten Schritt den WLAN-Schlüssel ein. Die Verbindung wird dann hergestellt. Testen wir mal und starten etwas. Läuft. Die Streamqualität hängt dabei immer von eurer Mobilfunkverbindung ab. Richtet ihr einen neuen Chromecast ein, werdet ihr nach dem Start auf dieser Seite landen. Mit der Google Home App werden wir ihn aber an dieser Stelle nicht einrichten. Den Weg könnt ihr nehmen, wenn ihr festes WLAN zu Hause habt. Es gibt aber die Option auf Fernseher einrichten. Damit machen wir nun weiter. Im ersten Schritt wählt ihr euer WLAN aus. Das ist natürlich unser Hotspot. WLAN-Schlüssel müsst ihr natürlich auch eingeben. Klickt zum Abschluss auf den Haken. Die Verbindung zu unserem iPhone wird nun hergestellt. Gebt als nächstes E-Mail-Adresse und Passwort eures Google-Kontos ein. Bei aktivierter Bestätigung in zwei Schritten führt sie entsprechend eurer Einstellungen durch. Die Bestätigung der Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Wenn ihr den Google Assistant nutzen wollt, müsst ihr ihn an dieser Stelle zulassen. Die Inhaltsempfehlung solltet ihr an dieser Stelle so gering wie möglich halten, da die Inhalte über das Mobilfunknetz heruntergeladen werden müssen. Nachträglich installieren könnt ihr immer noch. Nach dem Bestätigen seht ihr den Installationsfortschritt am unteren Bildrand. Das kann jetzt eine ganze Weile dauern, ich kürze an dieser Stelle mal ab. Einsatzbereit. Sehr schön. Der erste Start dauert immer recht lange, aber am Ende lassen sich die Inhalte problemlos auswählen. Starten wir mal was.
Und auch hier läuft es. Die Qualität der Videos richtet sich auch hier nach der Netzqualität eures Mobilfunkanbieters. Alles klar. Und das soll es auch mit diesem Video gewesen sein. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Oder schaut auch mal gerne auf unserer Website vorbei, wo wir viele unserer Videos in Textform veröffentlicht haben. Link in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.